den liturgischen Gruß, der Friede sei mit euch, mit dem wir uns eben begegnet sind, wiederhole ich nun in unserer bayerischen Weise mit einem ganz herzlichen Grüß Gott. Gut gelaunt begrüßte Papst Benedikt XVI. Am vergangenen Sonntag die rund 250.000 Gottesdienstbesucher, die zum Messegelände in München-Riem angereist waren. Unter ihnen Prominenz aus Politik, Kirche und Wirtschaft. Wer glaubt, ist nie allein. Das ist das Motto des Besuches von Papst Benedikt XVI. In seiner Heimat Bayern. Dieses Motto haben die Bischöfe aus den vom Papstbesuch berührten bayerischen Bistümern gewählt. Entnommen haben sie es aus der Predigt von Papst Benedikt bei seiner Amtsanführung im vergangenen Jahr. Auf der Messe in München wurde das Motto eindrucksvoll belegt. Menschen aus aller Welt waren nach München angereist, um an der Messe teilzunehmen. Ab 6 Uhr wurde den Gottesdienstbesuchern ein Vorprogramm geboten. Mit Rosenkränzen und einem Morgenlob wurden sie auf den Gottesdienst eingestimmt. Und dann ging die Sonne auf, ein strahlend blauer Himmel, dem Besuch eines Papstes durch und durch würdig. Oder wie man jetzt in München sagt, Papstwetter. Der Gottesdienst selbst im verhaltenen Glanz. Ganz offensichtlich wollte der Pontifex damit deutlich machen, dass nicht er im Mittelpunkt steht, sondern die Botschaft Jesu Christi. In seiner Predigt hinterfragte Papst Benedikt XVI. Darum auch den Zustand des Glaubens in Europa. Es gibt nicht nur die physische Gehörlosigkeit, die den Menschen weitgehend vom sozialen Leben abschneidet. Es gibt eine Schwerhörigkeit Gott gegenüber, an der wir gerade in dieser Zeit leiden. Wir können ihn einfach nicht mehr hören. Zu viele andere Frequenzen haben wir im Ohr. Was über ihn gesagt wird, erscheint vorwissenschaftlich, nicht mehr in unsere Zeit hereinpassend. In klaren Worten entwickelte der Papst seine Vorstellung von einem Gott, den man gerade in heutiger Zeit nötiger habe denn je. Die Welt braucht Gott. Wir brauchen Gott. Ihn bitten wir, dass er unter uns sei und dass er uns helfe, ihm glaubwürdige Zeugen zu sein. Amen. Bei der anschließenden Prozession wurden Gaben zum Altar gebracht, die das kirchliche Leben der Erzdiözese München und Freising verdeutlichen sollten. So brachten eine Schülerin der 11. Jahrgangsstufe und eine Kunstlehrerin des Theresia-Gerhardinger-Gymnasiums in München eine in Mosaiktechnik gestaltete Darstellung des geheilten Taubstummen aus dem Markus-Evangelium zum Altar. Junge Ordensfrauen aus Vietnam sowie ein Seminarist aus dem Studienseminar St. Michael in Traunstein, an dem auch die beiden Ratzinger-Brüder die Schulbank drückten, brachten eine Berufungskerze. Sie soll im Jahr der Berufung für Priester und Ordensberufe zum Gebet einladen. Außerdem wurde dem Pontifex die Kollekte der gesamten Erzdiözese vom 3. September überreicht. Das Opfergeld kommt auf Wunsch des Heiligen Vaters bedrängten Christen im Nahen Osten zugute. Für die Eucharistiefeier, die Wandlung von Brot und Wein in Fleisch und Blut Christi, brachten Diakone aus der Erzdiözese hunderttausende Hostien in großen Körben zum Altar. Über 900 Kommunionhelfer waren nötig, um die Hostien auszuteilen. Große gelbe Schirme wiesen den Besuchern den Weg zur Kommunion. Mit dem Lied »Großer Gott, wir loben dich« ging der Gottesdienst auf dem Messegelände in München feierlich zu Ende. Te Deum laudamus.
Nach dem Gottesdienst fuhr Papst Benedikt zum Sitz des Erzbischofs, wo er auch schon die Nacht verbracht hatte. Gemeinsam mit 50 geladenen Gästen nahm er dort ein Mittagessen ein. Auf dem Speiseplan als Vorspeise geräucherter Chiemsee-Saibling, zum Hauptgang Kalbstafelspitz mit Wirsinggemüse und Salzkartoffeln. Anschließend sollte der Pontifex auf dem Balkon stehend ein Ständchen bekommen, Besucher ausgeschlossen. Aber die Papstfans ließen nicht locker und schließlich zog die Polizei Schritt für Schritt die Absperrgitter zurück. Ein Protokollbruch von den Fans mit Freude angenommen. Das lange Warten wurde also endlich belohnt. Papst Benedikt grüßte gut gelaunt vom Balkon des erzbischöflichen Palais. Liebe Freunde, jedes Jahr bin ich beim Beginn des Oktoberfestes auf diesem Balkon gestanden. Jetzt freue ich mich, dass ich heute noch einmal da stehen darf, dass so viele Menschen mich begrüßen, dass ich mich richtig zu Hause fühlen darf und von einer solchen Herzlichkeit umgeben bin. Ich sage nur einfach, vergelt's Gott und danke euch. Wir danken dem lieben Gott für den schönen weiß-blauen Himmel, den er uns schenkt. Ich danke jetzt schon der Musik, die mich schon bei meiner Ankunft so wundervoll begrüßt hat. Ein herzliches vergelt's Gott euch allen. Noch einen schönen Sonntag und gesegnete Zeit. Dankeschön. Die Wärme, mit der Papst Benedikt in München empfangen wurde, gab er am späten Nachmittag an die Menschen zurück. Um 5:30 war eine Vesper im Dom geplant. Nach seiner Ankunft ließ sich der Heilige Vater sehr viel Zeit, Hände zu drücken und mit den seit Stunden wartenden Gläubigen persönliche Worte zu wechseln. Auch hier konnte man deutlich sehen, wie wohl sich Benedikt in seiner ehemaligen Heimat fühlt und wie sehr er diesen Besuch genießt. War dem Pontifex zum Beginn seiner Amtszeit noch nachgesagt worden, er sei zu steif und zu ernst, in München war davon auf jeden Fall nichts zu spüren. Die Freude auf beiden Seiten unverkennbar groß. Im Dom erwarteten den Heiligen Vater rund 2500 geladene Gäste, darunter 400 Kommunionkinder. Vor der eigentlichen Vesper betete Benedikt in der Chorkapelle vor dem Allerheiligsten und in der Krypta an den Gräbern von Kardinal Michael Faulhaber und Kardinal Döpfner. Papst Benedikt XVI. War der unmittelbare Nachfolger von Julius Döpfner, der von 1977 bis 1982 Erzbischof von München und Freising war. Nach dem Gebet in der Krypta legte er sein liturgisches Gewand an und zog feierlich zum Altar. Die Vesper stand unter dem Motto »Stärke unseren Glauben«. In seiner Ansprache wandte sich der Papst zuerst an die Kommunionkinder. Gott ist nicht weit weg von uns, irgendwo im fernen Weltraum, wo niemand hinkommen kann. Er hat sein Zelt aufgeschlagen bei uns. In Jesus ist er einer von uns geworden, mit Leib und Blut wie wir. Das ist sein Zelt.
und er ist bei der Himmelfahrt nicht irgendwohin weit weggegangen. Sein Zelt, er selbst mit seinem Leib als einer von uns, bleibt bei uns. Wir können zu ihm Du sagen, mit ihm reden. Er hört auf uns. Und wenn wir aufmerksam sind, hören wir auch, dass er Antworten gibt. Von den Eltern forderte der Pontifex einen echten Einsatz für den Glauben. Liebe Eltern, ich möchte euch herzlich einladen, euren Kindern Glauben zu helfen und sie auf ihrem Weg zur Kommunion, der weitergeht nach der ersten Kommunion, auf ihrem Weg zu Jesus und mit Jesus zu begleiten. Bitte, geht mit euren Kindern in die Kirche zur sonntäglichen Eucharistiefeier. Ihr werdet sehen, das ist keine verlorene Zeit. Das hält die Familie richtig zusammen und gibt ihr ihren Mittelpunkt. Der Sonntag wird schöner, die ganze Woche wird schöner, wenn ihr gemeinsam den Gottesdienst besucht. Und bitte, betet auch zu Hause miteinander, beim Essen, vor dem Schlafengehen. Das Beten führt uns nicht nur zu Gott, sondern auch zueinander. Es ist eine Kraft des Friedens und der Freude. Das Leben in der Familie wird festlicher und größer, wenn Gott dabei ist und seine Nähe im Gebet erlebt wird. Nach der Predigt legten die Kommunionkinder kleine Blumensträuße am Altar nieder. Ein wahrer Ansturm auf den Papst, der sichtlich gerührt war. Mit einem Gruß an die Gottesmutter und mit einem Lächeln verabschiedete sich Benedikt von seinem Münchner Dom. Der zweite Tag seines Besuches in der Heimat ging damit zu Ende. Die Anstrengung des vollen Tagesprogramms war dem Pontifex anzusehen. Er wirkte müde, aber glücklich. Den Menschen in seiner Heimat war er noch selten so nah gewesen, ein Papst zum Anfassen. Kurz nach 8 Uhr heute Morgen verließ der Heilige Vater München. Mit einem Hubschrauber der Bundeswehr flog er nach Altötting, der zweiten Station auf der Reise durch seine Heimat. Auch heute wieder Papstwetter. Ein Glück für die vielen Pilger, denn die ersten kamen schon ab 2 Uhr in der Nacht auf den Altöttinger Kapellplatz. Ab 7 Uhr wurden sie mit einem Vorprogramm auf die Papstmesse eingestimmt. Voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Im Mittelpunkt des Vorprogramms das neue Jugendkreuz der Diözese Passau, zu der Altötting gehört. Es erinnert an das Weltjugendtagskreuz, das Papst Johannes Paul II. Der Jugend gestiftet hatte. Das Passauer Jugendkreuz wurde am Palmsonntag dieses Jahres vom Bischof Wilhelm Schrammel geweiht. Ein weiterer Schwerpunkt des Vorprogramms, die Geschichte des heiligen Konrad von Partham. Ein Mönch aus dem Kapuzinerkloster in Altötting, der 1934 heilig gesprochen wurde. Eine Stunde nach seinem Abflug aus München landete das Oberhaupt der katholischen Kirche in Altötting.
Mit dem bekannten Wallfahrtsort ist Benedikt XVI. Eng verbunden. Er selbst hat gesagt, die Wallfahrten mit seinen Eltern und Geschwistern seien seine frühesten und schönsten Kindheitserinnerungen. Tatsächlich ist Josef Ratzinger im Laufe seines Lebens regelmäßig nach Altötting gekommen. Und noch wenige Monate vor seiner Wahl zum Papst war er mit seinem Bruder Georg privat in dem Wallfahrtsort. Seit Juni dieses Jahres ist der Papst auch Ehrenbürger von Altötting. Sechzigtausend Menschen feierten dann die Ankunft ihres Papstes. Nach einem Bad in der Menge begann der feierliche Gottesdienst. Der Altar stand an der gleichen Stelle, an der bereits Papst Johannes Paul II. Bei seinem Besuch im Jahr 1980 die Messe gefeiert hatte. Er wurde so konstruiert, dass er eine optimale Sicht auf den Papst bietet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Zentrales Thema der Predigt: die Gottesmutter Maria. Von ihr könne man helfende Güte lernen, aber auch Demut und Großzügigkeit. Maria und Jesus gehören zusammen. Mit ihr wollen wir im Gespräch mit dem Herrn bleiben und so ihn besser empfangen lernen. Heilige Mutter Gottes, bitte für uns, wie du in Kana für die Brautleute gebeten hast. Führe uns zu Jesus, immer von Neuem. Amen. Die Hostienschale für die Kommunion hatte ein Würzburger Gold- und Silberschmied eigens für diesen Gottesdienst angefertigt. Zum Schluss des Gottesdienstes erhielten die begeisterten Gläubigen den Segen des Pontifex. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
In einer Prozession zog Benedikt dann feierlich zur neuen Anbetungskapelle, die er vor wenigen Jahren selbst eingeweiht hatte. Minutenlang verharrte der Heilige Vater im stillen Gebet vor dem Allerheiligsten. Anschließend zog sich der Papst zum redlich verdienten Mittagessen in das Altöttinger Kapuzinerkloster St. Magdalena zurück. Heute Abend wird der Heilige Vater einen Abstecher zu seinem Geburtsort Marktl machen, um dann in Regensburg zu übernachten. Der Papst zu Besuch in seiner Heimat Bayern. Gestern Morgen feierte er mit 60.000 Gläubigen in Altötting die Heilige Messe. Mit dem bekannten Wallfahrtsort ist Benedikt XVI. Eng verbunden. Er hat einmal gesagt, die Wallfahrten mit seinen Eltern und Geschwistern seien seine frühesten und schönsten Kindheitserinnerungen. Josef Ratzinger ist im Laufe seines Lebens regelmäßig nach Altötting gekommen. Nach dem Gottesdienst auf dem Kapellplatz im Zentrum Altöttings brachte der Papst in einer Prozession die schwarze Madonna vom Kapellplatz zur neuen Anbetungskapelle. In einem feierlichen Ritus weihte er die Kapelle. Danach ließ er sich nicht nehmen, wieder einmal ein Bad in der Menge zu nehmen. Zum Mittagessen war der Heilige Vater bei den Kapuzinern eingeladen. Die Mönche hatten für den hohen Gast allerdings weder ein opulentes Mahl noch ein luxuriöses Zimmer vorbereitet. Vor dem Mahl sprach der Heilige Vater ein kurzes Gebet. Danach wurde aufgetischt. Es gab Suppe, Schweinebraten und den obligatorischen bayerischen Apfelstrudel. Bischof Schramel sagte anschließend, es habe seiner Heiligkeit gut geschmeckt. Die Mittagsruhe ließ der Pontifex ausfallen. Stattdessen ging er mit seinem Bruder Georg im Garten spazieren. Für den späten Nachmittag war eine Vesper in der Altöttinger Basilika St. Anna geplant. Für das kirchliche Abendgebet wurde die schwarze Madonna, das Altöttinger Heiligtum, gut sichtbar neben dem Altar platziert. Seit dem 14. Jahrhundert wird das Gnadenbild der schwarzen Madonna verehrt. Die Wallfahrtsgeschichte geht auf zwei Wunder zurück. Der Legende nach ertrank ein Kind, ein weiteres wurde von einem Wagen überfahren. Die Eltern wandten sich an die Mutter Gottes, die die Buben ins Leben zurückrief. Heute lockt der bedeutendste Marienwallfahrtsort alljährlich mehr als 1 Million Pilger an. Die schwarze Madonna ist über 700 Jahre alt. Für die Marienfigur gibt es eine Reihe von prachtvollen Gewändern, die mit Edelsteinen und kostbaren Votivgaben bestickt sind. Im letzten Jahr wurde sie aufwendig restauriert.
Eigentlich sollte sie deshalb nicht mehr aus ihrer geschützten Vitrine genommen werden. Aber Bischof Schrammel machte für den Heiligen Vater natürlich eine Ausnahme. Benedikt hat auf seinem Schreibtisch im Vatikan eine Kerze mit dem Gnadenbild Altöttinger Gottesmutter. Gekommen. In seinem Namen begrüße ich Sie. Zur Vesper hatte der Papst Ordensangehörige und Priesteramtskandidaten aus ganz Bayern eingeladen. Die ersten der 2500 Geistlichen kamen schon zur Mittagszeit in die Kirche, um sich einen guten Platz zu sichern. Die Nähe der Ordenschristen gesucht. Benedikt. Währenddessen folgte Benedikt den Spuren seiner Kindheit. In der Kirche St. Konrad betete der Pontifex am Grab des Bruder Konrad von Parzham. Als Siebenjähriger hatte er die Heiligsprechung des Mönches miterlebt. Bis heute verehrt er den Heiligen, der sich vor allem um Obdachlose gekümmert hat. Bruder Konrad, der Mitte des 19. Jahrhunderts in das Kapuzinerkloster von Altötting eingetreten war, saß 41 Jahre lang an der Klosterpforte. Durch seine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft erwarb er sich den Ruf, ein heiliges Leben zu führen. Tatsächlich wurde er dann 1934 heilig gesprochen. Mit der andächtigen Stille war es nach dem Gebet vorbei. Applaus brandete auf, als Benedikt XVI. Die St. Konrad-Kapelle verließ. Die Altöttinger jubelten ihrem kirchlichen Oberhaupt zu. Wieder musste der Papst unzählige Hände schütteln. Dann aber konnte die Vesper beginnen. Der Pontifex hatte für die Mitarbeiter der Kirche eine klare Botschaft bereit. Wir wissen, der Herr sucht Arbeiter für seine Ernte. Er selber hat es gesagt, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Bittet daher den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dazu haben wir uns hier versammelt, diese Bitte zum Herrn der Ernte hinaufzuschicken. Das Oberhaupt der weltweiten katholischen Kirche beklagte, dass es zu wenige Arbeiter im Weinberg des Herrn gäbe. In Lateinamerika, Asien, aber auch in Russland und anderen Ländern warteten die Menschen auf die frohe Botschaft, so Benedikt. Zum Abschluss der Vesper in der Basilika St. Anna schenkte Papst Benedikt XVI. Seinen Kardinalsring der schwarzen Madonna. Er legte seinen Ring auf ein Samtkissen vor die Statue, die im Mittelpunkt der Wallfahrtstradition in Altötting steht. Benedikt führt damit das Wirken seines Vorgängers, Papst Johannes Paul II., fort. Dieser hatte mehrfach Ringe an Wallfahrtsstätten verschenkt. Nach der Vesper verewigte sich Papst Benedikt in dem goldenen Buch der Stadt Altötting, mit der ihn viele Kindheitserinnerungen verbinden und wo er seit wenigen Monaten Ehrenbürger ist. Und dann durfte er sich über zahlreiche Geschenke von Altöttinger Bürgern freuen. Mit dabei das Straßenschild eines nach ihm benannten Platzes. Besonders angetan zeigte sich Benedikt dann über einen einfachen weißen Strohhut. Er gefiel ihm so gut, dass er ihn gleich aufsetzte und ihn stolz den Anwesenden präsentierte. Mit der Geschenkübergabe endete der Besuch des Heiligen Vaters im Marienwallfahrtsort Altötting. Die Limousine wartete bereits, die ihn zu seinem Geburtsort Marktl bringen sollte. Die Fahrt dauerte nur kurz. Marktl ist gerade einmal 7 Kilometer von Altötting entfernt. In seinem Geburtsort wurde der Papst herzlich mit Benedetto-Rufen empfangen. Benedetto! 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 Obwohl Josef Ratzinger nur 2 Jahre in dem idyllischen Ort lebte und deshalb kaum Erinnerungen an diese Zeit hat,
machte ihn die Stadt aus Anlass seines 70. Geburtstages schon 1997 zum Ehrenbürger. Nach der Begrüßung führte ihn der Weg in die Kirche St. Oswald, wo er getauft wurde. Viel Zeit blieb dem Heiligen Vater nicht, aber er ließ es sich nicht nehmen, einige Minuten vor seinem Taufstein innezuhalten. Das Becken, in dem Papst Benedikt getauft worden ist, ist erst seit dem diesjährigen Ostersonntag wieder am alten Ort. Beim Umbau der St. Oswald-Kirche Mitte der 60er Jahre war das Taufbecken in den Pfarrgarten versetzt worden und kam später ins Heimatmuseum. Gemeinsam mit seinem Bruder Georg Ratzinger betete er still vor dem Taufbecken. Mit der Taufe des späteren Pontifex hatte es eine besondere Bewandtnis. Am Kasamstag zur Welt gebracht, wurde er mit in der Osternacht geweihtem Wasser getauft. Der Taufstein ist in Marktl inzwischen zur Touristenattraktion geworden. Bürgermeister Hubert Gschwendner reichte dem Pontifex den Stift, mit dem sich der Heilige Vater in das Goldene Buch der Stadt eintrug. Typisch für Benedikt seine kleine Handschrift. Das Geburtshaus von Benedikt wurde Ende März diesen Jahres vom Erzbistum München und Freising sowie der von der Diözese Passau eingerichteten Stiftung Geburtshaus Papst Benedikt XVI. Erworben. Über den Kaufpreis drangen keine Angaben nach außen. Die Spekulationen bewegten sich aber in den Dimensionen von 3 bis 4 Millionen Euro. Zur großen Freude der Makler hielt der Pontifex außerplanmäßig vor einer Säule, die zu Ehren des Papstes vor dessen Geburtshaus aufgestellt wurde. Er umrundete und segnete sie. Der symbolische Besuch des Papstes in seinem Geburtsort dauerte insgesamt nur eine halbe Stunde. Dann fuhr er mit dem Papamobil zum Makler Sportplatz, wo er mit einem Hubschrauber in den Abendhimmel aufstieg. Der Abendhimmel über Regensburg, ein einziger Traum. Die Domstadt, die 2006 in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde, war für den Heiligen Vater ab 1969 neue Heimat. An der Universität in Regensburg lehrte er bis 1977 an der Theologischen Fakultät das Fach Dogmatik und Dogmengeschichte. Bis zum Antritt seines Pontifikats letzten Jahres blieb Kardinal Josef Ratzinger Gastdozent an der Universität. Noch heute steht Papst Benedikt deshalb im Vorlesungsverzeichnis. Am meisten verbindet Papst Benedikt mit Regensburg jedoch sein Bruder, der noch heute in der Altstadt wohnt. Auf die Minute genau um 20 Uhr landete der päpstliche Hubschrauber in Regensburg. Der rote Teppich war für das geistliche Oberhaupt bis an den Helikopter ausgerollt. Die Gläubigen rund um den Regensburger Dom verfolgten die Ankunft des Heiligen Vaters auf großen Leinwänden.
Als der Papst dann endlich in der Altstadt ankam, herrschte Volksfeststimmung. Musik, Jubelrufe, alle wollten sie ihren Benedikt sehen. Bis heute hat der Pontifex ein Haus in Pendling, einem Vorort von Regensburg. Das ist auch der Ort, an dem das kirchliche Oberhaupt bis heute als deutscher Staatsbürger gemeldet ist. Nach Angaben der Regensburger Behörden kann die vatikanische Staatsbürgerschaft zusätzlich zur deutschen erworben werden. Wie die anderen in Rom lebenden Kardinäle wurde Josef Ratzinger bereits 1981 Bürger des Vatikanstaats. Benedikt XVI. Wird für die verbleibenden 3 Tage seines Heimatbesuchs im Priesterseminar Regensburg Unterkunft finden. Der 3. Tag des Heiligen Vaters in seiner Heimat ging mit Benedetto-Rufen und großem Jubel zu Ende. Ein goldener Glanz lag auf dem Islinger Feld, als heute Morgen über Regensburg die Sonne aufging. Schon am Vorabend waren die ersten Pilger angereist. Die Nacht war zwar kalt und feucht gewesen, aber die Gläubigen hatten das gerne in Kauf genommen. Schließlich warteten sie auf ein einmaliges Erlebnis, ihren Papst Benedikt zu sehen. Schon von weit her zu sehen, das große Kreuz auf der Altarinsel. Es stammt aus der Schottenkirche, die zum Regensburger Priesterseminar gehört. Um 1370 entstanden ist das Kreuz künstlerisch von eher schlichter Qualität. Im Kopf des Gekreuzigten befinden sich jedoch Reliquien der heiligen Ursula und des heiligen Achatius. Zu Füßen des Kreuzes wurde der sogenannte Wolfgangsschrein aufgestellt. Der heilige Wolfgang ist der Hauptpatron des Bistums Regensburg. Er wurde um das Jahr 924 in Pfullingen bei Reutlingen geboren. 972 wurde Wolfgang Bischof von Regensburg und leitete das Bistum mehr als 20 Jahre lang. Zu seiner Heiligsprechung im Oktober 1052 kam zum ersten Mal ein Papst nach Regensburg. Es war der damalige Papst Leo IX. Das Islinger Feld liegt direkt an der Autobahn A3. Es umfasst eine Fläche von 70 Hektar, so groß wie 35 Fußballfelder. Eigentlich ist das Islinger Feld eine landwirtschaftliche Fläche. Für die Messe wurde es aber extra umgestaltet. Nach dem Papstbesuch wird das Feld wieder für den Ackerbau genutzt werden. Der von den Toten auferweckte Herr,
Auferstehung Christi ist das Kernstück unseres Glaubens. Ohne die Auferstehung. Für das Großereignis der Papstmesse wurden 40 Lautsprechertürme, 10 Großbildleinwände und 57 Toilettenanlagen aufgebaut. An der Papstmesse konnten Gläubige auch ohne Zugangskarten teilnehmen. Das Bistum verteilt im Vorfeld des Gottesdienstes an die Pilger 400.000 Bananen- und Müsli-Riegel. Außerdem wurden kostenlos 1 Million Wasserflaschen ausgegeben. Eine nette, aber auch notwendige Geste, um die Pilger vor Wassermangel und Unterzuckerung zu schützen. Schließlich war es soweit. Pünktlich um 10 Uhr begann der feierliche Gottesdienst unter strahlend blauem Himmel. Der Papst trug bei diesem Gottesdienst ein Gewand aus Wildseide, das mit Silberfäden bestickt war. Es wurde von Behinderten der Regens-Wagner-Stiftung in Dillingen angefertigt. Eine Ausnahme, denn normalerweise bringt der Papst die Gewänder für sich und sein Gefolge selbst mit. Musikalisch wurde der Gottesdienst von den berühmten Regensburger Domspatzen gestaltet. Die Domspatzen sind der älteste Knabenchor der Welt. Bis heute gehört die Gestaltung der Liturgie im Regensburger Dom zu den Aufgaben des Chors. Die Domspatzen gelten als singende Botschafter der Stadt. Seit 2002 tragen sie den Titel Kulturelle Botschafter von Europa. In seiner Predigt ging der Papst auf das Motto seines Besuches ein. Wer glaubt, ist nie allein. Lasst mich noch einmal dieses Leitwort unserer Tage aufnehmen und noch einmal die Freude darüber ausdrücken, dass wir das hier sehen dürfen, dass der Glaube uns zusammenführt und uns ein Fest schenkt. Ich hatte mir gar nicht vorstellen können und weiß es auch jetzt nur im Großen und Allgemeinen, wie viel Kleinarbeit dazu gehörte, dass wir alle jetzt so beieinander sein können. Für all das kann ich nur einfach
ein ganz herzliches Vergelt's Gott sagen. Möge der Herr euch all das lohnen und möge die Freude auf jeden Einzelnen hundertfach zurückfallen, die wir dank eurer Vorarbeit hier empfangen dürfen. Ihr habt das alles nicht für einen Einzelnen, für meine armselige Person getan. Ihr habt es im Letzten in der Solidarität des Glaubens getan, euch von der Kirche, von der Liebe zu Christus und zur Kirche leiten lassen. All dies ist ein Zeichen wahrer Menschlichkeit, die aus dem Berührtsein von Jesus Christus kommt. Wir glauben an Gott. Das ist unser Grundentscheid. Aber nur noch einmal die Frage, kann man das heute noch? Ist das vernünftig? Seit der Aufklärung arbeitet wenigstens ein Teil der Wissenschaft emsig daran, eine Welterklärung zu finden, in der Gott überflüssig wird. Und so soll er auch für unser Leben überflüssig werden. Aber so oft man auch meinen konnte, man sei nahe daran, es geschafft zu haben, immer wieder zeigt sich, das geht nicht auf. Die Sache mit dem Menschen geht nicht auf ohne Gott. Und die Sache mit der Welt, dem ganzen Universum, geht nicht auf ohne ihn. Passend zum Fest des Namenstags Maria am 12. September war neben dem Altar das Bild der Schutzmantelmadonna aufgestellt. Diese Holzfigur ist um 1460 entstanden und stammt aus der Regensburger Dominikanerkirche. Nach dem Schlussgebet brachten Kinder und Jugendliche Blumen zum Altar und schmückten das Bild der Schutzmantelmadonna. Jungfrau, unsere Frau, wie bei allen großen Papstgottesdiensten endete auch dieser mit dem bekannten Lied »Großer Gott, wir loben dich«. Die Domstadt Regensburg. Am vierten Tag seiner Reise durch die Heimat besuchte Papst Benedikt XVI. Die Universität, an der er von 1969 bis 1977 an der Katholisch-Theologischen Fakultät Dogmatik und Dogmengeschichte lehrte. Diese 8 Jahre als Dozent in Regensburg seien mit die schönsten seines Lebens gewesen. Das hat Josef Ratzinger später immer wieder gesagt. Der noch recht junge Professor hatte damals bereits einen legendären Ruf als brillanter Redner. Von 1973 bis 1975 war der Theologieprofessor sogar Dekan und später Vizepräsident der Universität Regensburg. Aus allen Ländern kamen die Studenten, um den Theologieprofessor zu hören. Begrüßt wurde er von einem studentischen Gospelchor. Rund 1500 Professoren, Studenten und geladene Gäste hatten sich eingefunden, um die Vorlesung des ehemaligen Regensburger Professors zu hören. Thema der Vorlesung: Glaube, Vernunft und Universität. Minutenlanger Applaus, als der Pontifex das Auditorium Maximum betrat und zum Rednerpult schritt. Es ist für mich ein bewegender Augenblick.
noch einmal in der Universität zu sein und noch einmal eine Vorlesung halten zu dürfen. Meine Gedanken gehen dabei zurück in die Jahre, in denen ich an der Universität Bonn nach einer schönen Periode an der Freisinger Hochschule meine Tätigkeit als akademischer Lehrer aufgenommen habe. In seiner hochphilosophischen Ansprache wandte sich Benedikt XVI. Gegen eine Trennung von Vernunft und Glauben. Eine Vernunft, die dem Göttlichen gegenüber taub ist und Religion in den Bereich der Subkulturen abdrängt, ist unfähig zum Dialog der Kulturen. Benedikt zeigte sich überzeugt davon, dass Glaube und Vernunft wieder auf eine neue Weise zusammenfinden müssten. In diese Weite der Vernunft laden wir beim Dialog der Kulturen unsere Gesprächspartner ein. Sie selber immer wieder zu finden, ist die große Aufgabe der Universität. Die Rede des Pontifex in der Universität war die bisher grundsätzlichste seiner Reise. Nach der Vorlesung fuhr Benedikt mit dem Papamobil zur Kirche St. Ulrich in der Nähe des Regensburger Doms, um dort Vertreter der jüdischen Gemeinde, der orthodoxen Kirchen und der Protestanten zu treffen. Auf dem Weg dorthin wieder jubelnde Menschen. Tausende von kleinen Vatikanfahnen wehten im kühlen Abendwind. Die nächste Station des Papstes war eine ökumenische Fest beim Regensburger Dom. Nach einer kurzen Prozession über den Domplatz zogen die Vertreter der verschiedenen Kirchen gemeinsam durch das Westportal in den Regensburger Dom ein. Das Westportal war seit den 50er Jahren abgesperrt und wurde nun aufwendig restauriert. Erst seit wenigen Tagen ist das kunsthistorisch bedeutsame Portal wieder vollständig zu sehen. Dass der Papst auf seiner Reise durch die Heimat auch eine ökumenische Vespa eingeplant hatte, das sorgte schon im Vorfeld für große Aufmerksamkeit. Zu Beginn der Vespa begrüßte der Papst die Vertreter der anderen Kirchen und berichtete von seiner Studentenzeit, als er viele orthodoxe und evangelische Christen kennen und lieben lernen durfte. Er erinnerte an das, was die evangelische und katholische Kirche bislang erreicht haben. In der Vespa kamen alle Vertreter der verschiedenen Kirchen zu Wort. Der evangelische Landesbischof Friedrich ging auf die Signale des Papstes vom Wochenende für eine Annäherung ein. Liebe als Lebensgestalt der Kirchen wäre nicht Liebe, wenn sie uns nicht zur Einheit anstiftete. Liebe als Lebensgestalt der Kirchen wäre nicht Liebe, wenn sie nicht zugleich der Vielfalt und der Verschiedenheit Raum ließe. Liebe als Lebensgestalt der Kirche wäre nicht Liebe, wenn wir sie nicht mit Herz und Verstand für unser Miteinander wirken ließen. Einheit zeigt sich im gemeinsamen Zeugnis des für uns gekreuzigten Christus, nicht in Uniformität. Auch der Papst betonte am Ende der Vespa noch einmal seinen Willen, für die Einheit der Kirche zu stehen. Ich hoffe und bete, dass diese Gespräche fruchtbar sind und dass die uns verbindende Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, die Gemeinschaft in dem von den Aposteln überlieferten Glauben sich vertieft und zu jener vollen Einheit reift, an der die Welt erkennen kann, dass Jesus Christus wahrhaft der Gesandte Gottes, Gottes Sohn ist, der Heiland der Welt. Damit die Welt glaube, müssen wir eins sein, der Ernst dieses Auftrags muss unseren Dialog beseelen.
Nach dem offiziellen Teil der Vesper bedankte sich das kirchliche Oberhaupt persönlich bei den Regensburger Domspatzen. Vor dem Dom trug sich der Heilige Vater in das Goldene Buch der Stadt Regensburg ein. Dann stieg der Pontifex in sein Papamobil, umringt von den Regensburgern, die ihren Papst bis zum Priesterseminar mit Jubelrufen begleiteten. Vier Tage lang reden und beten, Hände schütteln und Kinder segnen, da braucht selbst ein Papst eine Verschnaufpause. Der Mittwoch war dann auch als privater Ruhetag für den Heiligen Vater geplant. Lediglich ein offizieller Termin stand auf dem Programm: die Segnung der neuen Papst-Benedikt-Orgel in der Stiftskirche unserer lieben Frau zur alten Kapelle in Regensburg. Eine Schweizer Firma baute das riesige Kircheninstrument, das über 700.000 Euro kostete. Bezahlt wurde die Orgel von der Stiftung Peter Kaiser aus Liechtenstein, mit der Bedingung, dass die Orgel nach Benedikt XVI. Benannt werden sollte. Pünktlich um 11 Uhr wurde der Papst vom Stiftsdekan und den Mitgliedern des Stiftskapitels am Portal der Alten Kirche empfangen. Feierlich zogen sie in die Kapelle ein, die als eine der schönsten deutschen Rokokokirchen gilt. Der Papst nahm sich auch hier viel Zeit, Hände zu schütteln und mit den Gläubigen einige kurze Worte zu wechseln. Nach einer kurzen Ansprache kam der Papst zum eigentlichen Akt, die Segnung der neuen Orgel. In dieser festlichen Stunde bitten wir dich, segne diese Orgel, damit sie zu deiner Ehre ertöne und unsere Herzen emporhebe zu dir. Wie die vielen Pfeifen sich in einem Klang vereinen, so lass uns als Glieder deiner Kirche in gegenseitiger Liebe und Brüderlichkeit verbunden sein, damit wir einst mit allen Engeln und Heiligen in den ewigen Lobgesang deiner Herrlichkeit einstimmen. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Eigentlich gehört eine Orgelweihe nicht zu den Aufgaben eines Papstes, doch Benedikt ließ es sich nicht nehmen, die Orgel, die fortan seinen Namen trägt, persönlich zu segnen. Und dann war es soweit. Zum ersten Mal ertönten die Pfeifen der frisch gesegneten Orgel, die Toccata und Fuge in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Der Papst war sichtlich beeindruckt vom Klang der neuen Orgel, die für immer seinen Namen tragen wird. Ursprünglich sollte die alte Orgel restauriert werden. Wegen des anstehenden Papstbesuchs entschied man sich aber im vergangenen Jahr, eine komplett neue Orgel hinter das historische Gehäuse zu bauen. In nur 10 Wochen wurde das neue Instrument dann eingebaut. Nach der Orgelweihe zog sich der Papst zu einem kurzen Gebet in die Seitenkapelle zurück. Damit war das offizielle Programm des Tages beendet. Die Vorfreude auf den privaten Teil seines Besuches war dem Pontifex anzusehen.
Den Nachmittag hatte sich der Heilige Vater für private Momente erbeten. Und so gab es kein Protokoll mehr, das befolgt und eingehalten werden musste. Auf dem nahe Pendling gelegenen Friedhof Ziegitzdorf besuchte er zunächst das Grab seiner Eltern. So ist Pendling für mich im tiefsten Sinn ein echtes Daheim, hat der Papst selbst gesagt. Und diesem Daheim wollte er im Rahmen seiner Bayernreise natürlich einen Besuch abstatten. Als der damalige Kardinal Ratzinger nach Regensburg kam, hatte er das Grab seiner Eltern von Traunstein nach Pendling verlegen lassen. Zusammen mit seinem Bruder Georg verharrte er minutenlang im Gebet. In der Friedhofskirche betete Benedikt unbeobachtet von Fernsehkameras und Fotografen einige Minuten im stillen Gebet. Anschließend fuhr der Papst zu seinem einige hundert Meter entfernten Wohnhaus in Pendling. Es war eine Reise zurück zu seinen Wurzeln, ein Abschied nehmen, aber auch, wie Benedikt selbst im Vorfeld gesagt hatte, ein Kraftschöpfen in seiner bayerischen Heimat. Im Vergleich zu den begeisterten Jubelszenen in Regensburg herrschte hier eine eher ruhige und nachbarschaftliche Atmosphäre. Die Pendlinger Bürger selber sprechen ja bis heute von ihrem Professor Ratzinger. Hier in Pendling wollte er eigentlich zusammen mit seinem Bruder Georg den Lebensabend verbringen. Durch seine Wahl zum Papst wird ihm dieser Wunsch jedoch wahrscheinlich verwehrt bleiben. Der sechste und letzte Tag des Besuches von Papst Benedikt XVI. In seiner Heimat begann heute in Freising mit einer Laudes im Mariendom. Priester und Ordensleute bereiteten sich so mit dem kirchlichen Stundengebet auf die Ankunft ihres Papstes vor. Der Heilige Vater hatte am frühen Morgen ganz privat eine Messe im Priesterseminar St. Wolfgang in Regensburg gefeiert. Danach verabschiedete sich der Pontifex von Regensburg, wo er die letzten Tage übernachtet hatte. Der päpstliche Hubschrauber brachte das kirchliche Oberhaupt gemeinsam mit seinem Bruder Georg dann von Regensburg nach Freising. Die Domstadt zählt heute knapp 50.000 Einwohner. Seit dem 8. Jahrhundert war die Stadt Bischofssitz. Die Freisinger Fürstbischöfe machten aus ihrer Residenzstadt ein geistiges und kulturelles Zentrum. Erst mit der Säkularisierung Anfang des 19. Jahrhunderts verlor Freising seine Bedeutung. Der Bischofssitz wurde nach München verlegt. Die Freisinger haben eine besondere Verbindung zu Papst Benedikt. Auf dem päpstlichen Wappen befindet sich nämlich der Korbinianspeer, das Symbol des Freisinger Stadtwappens. Korbinian ist bis heute der Patron der Erzdiözese München und Freising. Seine Gebeine ruhen im Freisinger Dom. Vor der Landung drehte der Hubschrauber noch einmal eine Extrarunde über Freising. Der Pontifex ließ es sich nicht nehmen, noch einmal einen Blick auf seine geliebte Heimat zu werfen. Als der Hubschrauber in der General-von-Stein-Kaserne landete, begannen in ganz Freising die Glocken zu läuten. Ein schon gewohntes Bild dann auf dem Freisinger Marienplatz. Tausende von Pilgern, die ihren Papst mit Benedetto-Rufen empfingen.
Nach seiner Ankunft im Freisinger Domhof nahm sich das kirchliche Oberhaupt viel Zeit, mit einigen der versammelten Menschen zu sprechen. Wie auch schon bei den übrigen Stationen seiner Reise trug sich der Heilige Vater in das Buch der Stadt ein. Das Domkapitel begleitete den Papst in den Dom hinein. Die Konkathedrale der Erzdiözese war in den letzten Jahren komplett restauriert worden. Erst einige Wochen vor dem Besuch des Papstes wurden die Gerüste abgebaut. Der Papst kniete zu einem kurzen Gebet vor den Reliquien des heiligen Korbinian nieder. Der kostbare Schrein wurde eigens für den Papst aus der Krypta in den Dom gebracht. Benedikt strahlte, als er sich dann in einer Ansprache an die Priester und Diakone aus der Erzdiözese wandte. Liebe Mitbrüder im bischöflichen und priesterlichen Dienst, liebe Schwestern und Brüder, dies ist für mich ein Augenblick der Freude und einer großen Dankbarkeit. Dankbarkeit für alles, was ich auf diesem Pastoralbesuch in Bayern erleben und empfangen durfte. So viel Herzlichkeit, so viel Glaube, so viel Freude an Gott, dass es mich tief getroffen hat und als neue Kraft mit mir geht. Dankbarkeit dann besonders dafür, dass ich nun am Ende noch in den Freisinger Dom zurückkehren durfte und dass ich ihn in seiner leuchtenden neuen Gestalt sehen darf. Liebe Freunde, ich habe eigentlich eine große Predigt mitgebracht, aber ich möchte sie jetzt nicht vorlesen. Man kann sie dann ja auch, denke ich, gedruckt sehen, wenn man will. Stattdessen sprach er herzlich und in einfachen Worten zu den Anwesenden. Wir können nicht, wie vielleicht in anderen Berufen, durch gezieltes Management entsprechende Strategien sozusagen einfach Leute rekrutieren. Die Berufung muss immer den Weg über das Herz Gottes zum Herzen der Menschen finden. Und trotzdem, gerade damit sie im Herzen der Menschen ankommen, sind auch wir gefordert. Der Priester sind weniger geworden. Auch wenn wir in diesem Augenblick sehen dürfen, dass es uns wirklich gibt, dass auch heute junge und alte Priester da sind. Nach dem Gottesdienst fiel der Abschied schwer. Die Gläubigen drängten zu Benedikt, wollten ihn nicht gehen lassen. Aber die Limousine wartete schon, die den Pontifex zum Flughafen bringen sollte. Nach kurzer Fahrt kam der päpstliche Konvoi am Flughafen an. Der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber empfing den Heiligen Vater. Jubelrufe, als das kirchliche Oberhaupt die Pilger am Flughafen grüßte. Der Ministerpräsident sprach anschließend die Abschiedsrede für den Heiligen Vater. Seit Ihrer Ankunft vor 6 Tagen hier am Münchner Flughafen leuchtet unser bayerischer Himmel in weiß-blau. Papstwetter haben es die Zeitungen genannt. Und das stimmt gleich im doppelten Sinn. Denn seit Sie hier sind, strahlt die Sonne nicht nur über unser Land, sondern auch aus den Herzen der Menschen. Benedikt XVI. Hörte den Worten des Ministerpräsidenten aufmerksam zu. Und neben den besten Wünschen Ihrer Landsleute, auf die Sie auf dem Weg nach Rom begleiten sollen, möchte ich Ihnen
persönlich und im Namen aller ein herzliches Vergelt's Gott sagen, auch im Namen meiner Frau. Vergelt's Gott für ihren Besuch. Vergelt's Gott, wie man so schön in Bayern sagt, für alles, was sie uns in diesen Tagen gegeben haben. Und ich sage ganz bewusst, Heiliger Vater, auf Wiedersehen. Der Papst hatte schließlich das letzte Wort. Und er fand die richtigen Worte, um sich von den Menschen in seiner Heimat zu verabschieden. Im Moment, da ich Bayern verlasse, um nach Rom zurückzukehren, möchte ich an alle, die hier zugegen sind, und in Ihnen, an alle Bürger meiner Heimat, einen herzlichen Gruß und ein Wort eines wirklich ganz von Herzen tief empfundenen Dankes sagen. Unauslöschlich trage ich in meinem Herzen den bewegenden Eindruck, den die Begeisterung und die spürbare, starke Religiosität der großen Massen von Gläubigen in mir ausgelöst hat, die in andächtiger Sammlung beim Hören des Wortes Gottes und im Gebet verharrten und mich auf Straßen und Plätzen begrüßt haben. Zum Abschied von meinem geliebten Vaterland, meiner Heimat, vertraue ich nun Gegenwart und Zukunft Bayerns und ganz Deutschlands der Fürsprache aller Heiligen an, die im treuen Dienst Christi auf deutschem Boden gelebt und in ihrem Leben die Wahrheit jener Worte erfahren haben, welche die verschiedenen Stationen des Besuches als Leitmotiv begleitet haben. Wer glaubt, ist nie allein. Allen ein herzliches Vergelt's Gott und auf Wiedersehen, so Gott will. Durch und durch bayerisch wurde der Heilige Vater dann verabschiedet. Ein weiß-blaues Fahnenmeer winkte dem Papst zu. Ein letztes Mal schüttelte er Hände, dankte Helfern, fand persönliche Worte und nahm Ehrerbietungen entgegen. Als letztes verabschiedete sich Benedikt von seinem Bruder Georg. Um kurz nach 13 Uhr hob die päpstliche Maschine den Himmel ab. Der sechstägige Besuch von Papst Benedikt XVI. In seiner Heimat ging damit zu Ende.